Ja, hey Leute, es folgt jetzt für euch das Skybusters Raketensortiment von Explode. Diesjährig bei Pyroland bestellt. Enthalten sind 6 Raketen von, ja, wie gesagt, Explode. Alle unterschiedlich, zumindest nach Aufdruck. Die werden wir uns mal testen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir starten mit der XCP-2795. Ja, relativ lange Standzeit, kleiner Zerleger aber. Jetzt kommt die XPE-2783. Ja, die ging gar nicht. Praktisch. Dann machen wir weiter mit der XPE-2782. Jo, die war gut. Dann kommt jetzt die XPE-2711. Ja, das war gar nicht mal so gut. Und jetzt noch mal die gleiche. Ja, auch nicht. Ja, das war die nächste, die nicht ging. Da machen wir weiter mit der XPE-2790. Oh. Also irgendwie funktionieren die alle nicht so gut. Die war jetzt hier in der Kiste. Dann kommt jetzt die XPE-2788. Oh, die war ganz nett.